Präsentation der Baureihe 145 im Attranz-Werk Hennigsdorf Mitte 1997. In vielen Details ist in dieser neuen Güterzug-E-Lok die 12X aufgegangen, doch äußerlich in kaum wiedererkennbarer Form. Zum ersten Mal ist das künftige Trax-Gesicht zu sehen. Kurz nach der Bestellung der Baureihe 145 wurde die AEG Schienenfahrzeugtechnik GmbH mit ABB Henschel zur Attrans fusioniert. Die ersten 10 145 entstanden noch in Hennigsdorf. 70 weitere für die DB, dann im Attranswerk in Kassel. Wie schon gesagt, gehört die Baureihe 145 nicht zur Trax-Familie, gilt aber als Basis. Die mittelschwere Güterzuglok hat eine Leistung von 4200 Kilowatt und ist somit die schwächste E-Lok unter den neuen bei der DB. Fast ohne Kinderkrankheiten geht die neue Drehstromlok 1998 an den Start, waren doch zuvor viele Komponenten in der 12X erprobt worden. Beheimatet werden alle 80 Maschinen im Werk Serdin. Zunächst steht der Güterzugdienst für die 140 km/h schnellen E-Loks auf den Plänen. Zuverlässig versehen die neuen Maschinen ihren Dienst. Ob nun leichter oder schwerer Güterzug, die 145 zieht alles. Trotz der geringeren Leistung liegt die Anzugkraft bei 300 kN. Auch die stärkeren Schwestern bringen nicht mehr an den Haken. Erst im höheren Geschwindigkeitsbereich muss die 145 zurückbleiben. Heinrich Hoffmann. 1999 rollen zwei 145 nach Rheinland-Pfalz. Probeweise sollen sie im Regio-Verkehr aushelfen. Dazu erhalten sie ein Nahverkehrspaket und die ZWS-Wendezugsteuerung. Seinerzeit die ersten Drehstromlokomotiven im Nahverkehr. Die Ergebnisse sind so gut, dass für die Expo 2000 in Hannover 20 weitere Loks nachgerüstet werden. Bis zum Ende der Weltausstellung sind sie mit langen Doppelstockzügen unterwegs. Danach fahren sie bis zum Erscheinen der Baureihe 146 auf der RE1 zwischen Bielefeld und Aachen. Ortswechsel nach Groß-Corbeta in Sachsen-Anhalt. 145005 von Rail for Chem wartet auf Ausfahrt. Sie ist eine von 5 Maschinen, die das Chemieunternehmen BASF unter der Marke Rail for Chem ab 1999 beschaffte. Damals die erste private Bahngesellschaft mit einer modernen Drehstromlok. In den Jahren werden es insgesamt 23 private 145. 6 davon gehören der RAG.